Moin Moin an sich, hallo und willkommen zu genau richtig. FIFA ist bei FIFA 17. Heute spielen wir gegen den nächsten Gegner und zwar Süda Jitzke. Ja, es geht darum noch um das eine oder andere. Es ist ein Derby oder zumindest ein ernstzunehmendes Spiel. Beide stehen sich gegenüber, als ob das irgendwie schlimm wäre. Aber nun gut, 22. Mai, wir sind sehr nah der Realität. Sehr nah heißt eben nicht ganz, ne? Sehr nah heißt sehr nah. So, und ja, das mit den Freistößen konntet ihr mir auch irgendwie nicht erklären, warum die mal richtig genial sind und mal irgendwie völlig Banane. Wie gesagt, ich wüsste so gerne, warum, woran das bemessen wird. Dass der Freistoß genial geschossen ist oder völlig Banane. Ist einfach so. Und das so gerne wissen. Wo der Faktor daran liegt, ob ein Freistoß voll episch fliegt oder eben völlig Grütze. Aber irgendwie konnte mir das auch keiner sagen. Weil hier im Training sieht man ja in der Regel, okay, in der Regel treffen wir das Ding. Aber dann im normalen Spiel wiederum nicht. Was mich echt immer noch sehr fraglich hinterlässt. Also es ist, ich weiß echt nicht warum. Wenn ich das wüsste, dann würde ich das durchgehend ändern. So, war B. Ist in Ordnung. War B, ist sogar die beste Leistung, die jemals von mir hier gezeigt worden ist. Das ist gut. Mitgemacht haben einige, nämlich fast alle 22 Leute. 25 sind, glaube ich, auf der Liste. Ja. Ihr könnt auch auf die Liste kommen, ne? Müsst diesen Kanal einfach nur, diesen Kanal könnt ihr abonnieren, klar. Ihr müsst einfach nur mich bei der PSN hinzufügen, immer ein -615. Dann könnt ihr auch in dieser Liste eventuell dabei sein. Eventuell heißt, eventuell. Ja, wenn ihr gut genug seid bei diesen Skillspielen, seid ihr auf jeden Fall dabei. So, Gegner. Ich habe noch vor dem Spiel geschaut, wie die Situation vom Gegner aussieht. Wir haben gegen sie 2-0 gewonnen und 0-0 unentschieden. Das Auftaktspiel unserer Karriere haben wir gegen sie gespielt und das sogar hier. Also, das heißt also, heute ist wirklich ein Entscheidungsspiel. Ja, heute geht es wirklich um vieles, um sehr vieles, denn mit einem Sieg sind wir wieder oben dabei. Mit einem Sieg, ja, mit einem Unentschieden nicht. Mit einem Unentschieden wären wir zwar okay, aber Sieg wäre supi. Die Aufstellung unseres Gegners. Ja, glaube ich schon die letzten Male, jedes Mal gesagt, den einen oder anderen könnte man kennen. Vorne im Vorsturm, Bechmann könnte man kennen, Römer in der Mitte könnte man kennen. Also, ne? Nur einige von den wenigen Beispielen, die man alle kennen könnte. Ja, in echt ist ja die Liga durch. Izbjerg, also unser Team, ist abgestiegen. ja gut. Das heißt, sowieso ein Wechsel wäre sowieso dabei gewesen. Aber ist einfach so. Die sind abgestiegen und bei denen ist das so, dass es Hin- und Rückrunde gespielt wird und anschließend Platzierungsspiele. Das heißt also, die ersten vier spielen dann, nee, die ersten sechs spielen nochmal gegeneinander. Und die unteren um die unteren Plätze. Das heißt also, boah, ne? Die ganz, ich glaube, die weiter oberen, die dürfen dann wiederum, ach egal. Aber immer geht es darum, dass wir jetzt in diesem Spielen noch zeigen sollten, dass diese Tabelle etwas anders laufen könnte. Also es wäre persönlich, wie sie gesagt, besser gewesen, wenn es diesen Modus, den es dann auch in echt gibt, hier auch gäbe. Dann hätten wir auf jeden Fall nur die Spiele gegen die Top-Mannschaften gehabt und hätten nicht so welche Spiele gehabt gegen unteren Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, wo wir ja dann Riesenprobleme haben. Nee, die hätte es dann nicht gegeben. Diese Spiele. Und ja, dann wäre es wahrscheinlich auch direkt Vergleich und alles Mögliche wäre vielleicht besser gelaufen. Aber so haben wir es eben jetzt so und müssen damit jetzt klarkommen. So, ich laufe schon wieder zu viel. Ich merke schon, ich merke schon. Aber ich habe keine Lust, jetzt wieder ein Gegentor zu fangen. Unser Gegner hat noch nie gegen uns ein Tor geschossen. Heißt also, das sollte bitte heute auch vermieden werden.
Ja, die Idee war gut. Sagen wir so. Ja, holen wir heute im Fokus. Klar, dänischer Nationalspieler. Klar, der spielt auch auf der Position, die wir spielen in der Nationalmannschaft. Heißt also, heute eigentlich das direkte Duell für den Nationaltrainer. Wen er denn dann nominiert und wen er dann nicht nominiert. Und es gibt Eckball. Hier kommt. Und Torwart kriegt den. So, jetzt mal ein bisschen schnell nach vorne. Genau. So. Weiterleiten. Ja, das war jetzt ein ziemlich hektischer Pass, richtig, aber das sollte auch so aussehen. Hektischer Pass. Gut. Ah, schade. Der sollte nämlich hektisch aussehen. Warum? Damit der Gegner nämlich direkt außer Kontrolle ist. Das heißt, also er weiß selber nicht, ob er jetzt links, rechts oder unten blanken musste. So, und wenn der jetzt gut startet, dann könnte das eine Möglichkeit werden für uns. Und es ist das 1:0! Es ist das 1:0 für Isbjerg! Wir folgen ihm jetzt einfach mal. So. Irgendwohin wollte er schon auf jeden Fall. Okay, er will nirgendwo hin. Macht nichts. Führung 1:0, Vorlage von uns. Aber schön hat er den gemacht. Schön, sauber reingeschossen. McGarriff trifft. Ralph. Ja, und der feiert, wahrscheinlich wollte er Richtung Ersatzbank, aber irgendwie, ja gut, dann ging es da nicht hin. Treffer Nummer 6 für ihn. Super gemacht und wir führen. Und das ist super und das ist wichtig, denn damit sind wir aktuell auf Platz 4. Und das heißt, ja, indirekte Qualifikation. Das heißt, wir müssen uns aktuell in Runde 2 der Europa League beweisen. Da wir ja keine zwei weitere Saison spielen, es geht darum einfach ums Prestige. Das, ja. Vielleicht machen wir nochmal ein Revival irgendwann. Das habe ich echt mal überlegt, so ein Revival zu machen von alten Spielen. Aber was ich denn alles schon überlegt hatte und dann später umgesetzt habe, das ist ja, ihr wisst die Liste, wie lang sie ist mittlerweile. Und Staffette hat funktioniert. Möglichkeit für uns hier das 2:0 zu machen. Natürlich, wir hätten passen können. Klar, aber andersrum, wir haben so einen guten Abschluss. Der sollte oben in die Ecke unhaltbar rein. Das ist leider nicht gelungen. Im letzten Spiel haben wir ja auch getroffen. Deswegen, also es ist die Möglichkeit da, dass wir Tore schießen. Wir müssen einfach nur ein bisschen Selbstvertrauen zeigen. So, Foul von uns. Ja, es ist eine kleine Schubserei gewesen. Alles gut. Aber es liegt auch daran, dass am Anfang nicht gezeigt worden ist, dass wir die beste Abwehr sind. Deswegen führen wir. Nur deswegen. Weil die Grafik nicht angezeigt worden ist. Ich habe echt keine Ahnung, was EA da immer macht damit später. Aber wenn irgendwelche Grafiken angezeigt werden, dann sind wir automatisch immer schlechter. Ist einfach so. Keine Ahnung warum. Das liegt nicht an meinem Spielverhalten, weil das sieht man jetzt hier. Das ist genau dasselbe wie sonst auch immer. Kaum sind jetzt die Grafiken allesamt nicht mehr angezeigt. Auf einmal läuft es wieder. Auf einmal ist es, als ob wir nie ein Formtief hatten. Das ist echt gruselig. Das ist einfach so. Das ist echt gruselig. So, Passstation. Ja, okay, der war jetzt echt mies, der Pass. Noch nicht mal von uns. Ja, den haben wir abgenommen. Sehr schön. Aber das ist genau das, was ich meinte. Also, ja, vielleicht hierhin mal. Danke. Dann kann ich ihn nämlich dahin weiterleiten. Der kann ihn dann theoretisch raus in den Flügel schicken. Ja, kann er. Muss er nicht. Aber die Idee war dieselbe, die ich hatte. Alles gut. Ja, schön gemacht. Sauber. Und jetzt hier. Ah, schade.
Hätte er sauber gemacht, weißt du? Naja. Ja, der wollte ich auch da hindecken, aber ich habe dann gedacht, naja, wahrscheinlich wird der andere Mann da den dann schon bekommen. Ah, muss die Abwehr was machen? Pass kommt. Ja, super gemacht, sauber. Siehst du, als ob es nie ein Formtief gegeben hätte. Das ist echt gruselig. Wie gesagt, als ob es nie ein Formtief gegeben hätte. Wir spielen hier wieder wie, als ob wir um die Europa League spielen. Und das ist eben noch das Gruseligere. Ja, wir standen kurz im Abseits, deswegen habe ich den Pass nicht angefordert. Ja. Lieber den Pass dann nicht anfordern. Genau, lieber Passstaffette erstellen. Ja, die drängen jetzt. Die drängen jetzt, aber das ist völlig egal. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir jetzt ja schon Nachspielzeit haben. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch wirklich in Richtung nach vorne gelaufen. So ist es in Ordnung. Wir führen mit 1:0 durch diesen Mann hier, durch die Nummer 22. Und ja, das kann uns völlig lax sein. Na, solange unsere Mannschaft mehr Tore schießt, wir müssen keine Tore schießen. Wir werden dafür nicht bezahlt. Also extra bezahlt, ne? Wir werden dafür bezahlt, Torvorlagen zu geben, und das haben wir heute auch getan. Und damit führen wir. Wir haben eine Note von 8,8. Das ist echt super. Wir sind nicht Man of the Match, deswegen, sonst wäre da oben das Ding schwarz. Das kann man gleich sehen. Da, genau. Das wäre dann komplett schwarz. Dann wären wir Man of the Match. Hat man mir mal erzählt. Sollen wir da doch mehr drauf achten. Auch bei einer schlechten Note, eventuell da oben, wenn dann da steht eine 7-4 und ich habe eigentlich eine schlechte Note und trotzdem habe ich da trotzdem ist da Dings schwarz, heißt das, dass ich der Man of the Match bin. Nun gut, ist eine andere Geschichte. So, der Gegner wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr aggressiv da rangehen. Genau, wir versuchen sie einfach daran zu hindern, hierher zu kommen. Ja, das war okay. Das war alles okay. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ball geht ins Aus. Wir müssen erstmal. Okay, eigentlich wollte ich da direkt hinlaufen. Aber ist okay. So, Flanke, Pass. Sehr schön, sehr schön. Guck mal, jetzt läuft das doch hier alles super, super flüssig. So, rüber. Ja, Ball. Ah, Ball kriege ich dann nicht. Schade. Wenn er den bekommen, wäre das wahrscheinlich echt gefährlich geworden. Ja. Ja. Falsche Passansage. Ja, dann hätte er den Ball hochgespielt, dann wäre er da richtig gut gekommen. So ist es jetzt die Kontermöglichkeit für den Gegner. Ja, hier nicht faulen im Elfer. Wir haben keinen sicheren Torwart. Aber wir haben hier einen sicheren Schützen. Oder besser gesagt, einen sicheren Zweikämpfer. Super Pass. So. Da, jetzt ist es so. Wir sind aktuell Man of the Match. So, rüber geflankt. Nein. Mit einer 9-0. Das musst du erstmal hinkriegen. So, Wechsel. Ja, Stürmer raus. Klar. Was willst du machen? Du liegst 0-1 hinten. Du musst Stürmer wechseln. Auf der anderen Seite, ja, Mittelfeldmann raus. Verteidiger rein. Klar, hinten dicht. Hinten dicht machen. Alles andere wäre doof. Klar, wir können ja versuchen, auf das 2:0 zu spielen. Ja, aber sind wir mal ehrlich. Nee, wir sind Minimalisten. Wir sind in dieser Liga grundsätzlich Minimalisten. Das war ein schlechter Pass. Siehst du, jetzt haben wir nämlich genau dieselbe Note wie eben. Und trotzdem nicht das in Schwarz, weil wir jetzt nicht mehr in auf dem Match sind mehr. Pass kommt. Super gemacht. Super abgefangen. Auch wenn das eigentlich ein völlig katastrophaler Pass war. Aber abgefangen hat er ihn. So. Gut, hier ganz ruhig angehen lassen. Genau. So, läuft da jemand nach außen? Nein. Kann nicht spielen. So, jetzt aber ist jemand außen. Sehr schön. Den können wir direkt in Szene setzen. Der wieder in Szene gesetzt werden möchte. Schade. Schade, schade. So, genau. Einfach verunsichern. Genau. Die Zange hat nicht zugeschlagen. Aber hey, an Abschluss haben wir einen Einwurf gekriegt. Das ist ja völlig egal. Wenn wir an Abschluss den Einwurf kriegen, ist alles gut. Und es wird der Torschütze ausgewechselt.
Der Torschütze zum 1:0 zum vielleicht goldenen Tor, das in Richtung Europa League führt, wird nun den Platz verlassen. Mittelfeldmann, ja, aber eigentlich unser fast direkter Nachbar, wir sind ja, glaube ich, eher im linken Mittelfeld, beheimatet. So. Und von daher ist alles im grünen Bereich. So, da können wir natürlich, wenn wir hier manndeckungstechnisch extrem bewacht. Ja. Konterchance für den Gegner. Ja, sauber gemacht. Sauber gemacht. Aber dann darf man den Ball nicht so verlieren. Dann darf man ihn nicht so verlieren und unser Torwart kriegt den. Echt, bei so einer Aktion mit dem Torwart, ne, da bin ich immer sehr vorsichtig. Weil er eben nicht der sicherste Spieler, der sicherste Mann auf unserem Feld ist. Und deswegen, ja, überstolpern unseren eigenen Mann. Das macht aber nichts. Ja. 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr. 10 Minuten, die entscheiden können, ob wir wieder Richtung Europa League schielen dürfen oder nicht. Wie gesagt, ein Sieg, dann sind wir wieder da. Dann sind wir wieder im Geschäft. Mit einem Unentschieden sieht es anders aus. So, erstmal das Spielfeld weit und breit fächern. Genau, erstmal hier absafen. Absafen und da oben jetzt lang. Genau, perfekt gemacht, super gesehen. So, und jetzt ab in den Sturm. Möglichkeit, das war jetzt ganz schlecht. Das war jetzt echt mies. Das war jetzt wirklich, also, das hätte ich sogar besser gemacht. Drachmann, kommt rein, geht raus für den Japaner. Und auf der anderen Seite unser Mittelfeldmann raus. Ab in die Defensive. 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten, die über alles entscheiden können. Es gibt Abstoß. Wir haben eine 9-1. Wir sind nicht Man of the Match. Klar sind wir nicht Man of the Match, weil aktuell auf jeden Fall der Torschütze hier Man of the Match ist. Alles andere wäre doof. Auch wenn wir hier viele Sachen gemacht haben, hier viel geackert und gerackert haben, trotzdem heißt das noch gar nichts. Möglichkeit hier jetzt für unseren Gegner. Ja, Pass läuft. Guter Pass. Die Chance. So, das ist das Außennetz. Das ist das Außennetz. So, jetzt müssen wir uns Zeit lassen. Ganz viel Zeit lassen, 1:0 über die Runden zu bringen. Der Torwart kriegt den nicht mal mit dem Fuß. Sehr schön. Der Ball geht ins Aus. So, jetzt kann der Torwart sich natürlich extrem Zeit lassen. Sehr extrem. Ach, da auch. Sehr schön. Und wir lassen uns auch Zeit. Und das war's. Wir sind wieder dabei. Wir sind wieder im Rennen um die Europa League dabei. Champions League kann es ja knicken, weil Champions League geht ja nur ein Platz und der ist an Kopenhagen schon gegangen. Aber es geht nur um die Europa League. Und da sind wir gut dabei. Ja, Man of the Match, ganz klar, die Nummer 22 hat das Tor geschossen. Er hat das Tor geschossen, auch wenn es am Ende vielleicht noch mehr Tore gegeben hätten können. Aber das ist völlig lax. Das ist egal. Ne? Wenn du 1:0 immer gewinnst, bist du auch Meister. So, und auch wenn wir nicht mal Meister werden können, aber das ist egal. Wir haben eine 9-1 als Note, sind nicht mehr auf dem Match geworden. Macht nichts. Alles im grünen Bereich. So, dann machen wir mal nochmal Trainingssession. Ja, unser Spiel war ja ein bisschen später als das, was ja eigentlich geplant wurde, dass es so spät ist. Ausdauer, wichtig, haben wir eine 80 dann. Das ist ja für das kommende Projekt nämlich extrem wichtig, dass wir eine hohe Ausdauer haben. Dass wir eine hohe Ausdauer haben, weil das nächste kommende Projekt ist ja dann mit dem FC Schalke 04. Werden wir ja dann mit dem Hansen spielen. Ecken bringen, können wir mal machen, ne? Wir können mal Ecken bringen machen. Aber das habe ich noch nie gemacht. Schüsse, Abschlüsse. Ja, 69 als Abschluss ist immer gut. So, und dann machen wir noch den Steilpass. Los geht's. So, für die neu eingespielten Leute hier, das kommt jetzt nur noch das Training und dann die Verabschiedung.
Mehr kommt Misch. Das war nämlich das Spiel. Und im Spiel, ja, wir haben 1-0 gewonnen. Das ist super. Und mit diesem 1-0 können wir gut arbeiten. Wir können gleich uns auch nochmal nach dem Training die Tabelle angucken, wie Stand der Dinge aussieht. Wir sind schneller, aber nicht abgezockter. Wir sind schneller, aber nicht abgezockter. Das macht aber nichts. Ich glaube, damit kriegen wir fast knapp den Dinge, der knapp dieses Level ab nicht. Aber das macht nichts. Wir haben ja noch einige Trainings vor uns. Wir haben ja noch ein paar Spieltage vor uns. Nicht mehr allzu viele, aber ein paar. Zack. Und diese paar Spieltage, die sollten auch reichen. Ja, Saisonende oder besser gesagt Let's Play Ende endet mit dem 30.06. Das endet überall, also jedes der Projekte hier endet mit dem 30.06. Außer das Stadionturnier, ich glaube, das endet irgendwie auf März. Ja, warum? Das ist relativ einfach. So, zack. Das Stadionturnier endet nicht mehr am 30. März, weil irgendwie die Turnierregeln irgendwie eine andere sind, das mich tierisch ankotzt. Aber ja, deswegen ist halt auch so, dass die, so, warum auch immer die da nicht angreifen, das ist eigentlich ist es gut. So, machen wir hier mal gleich nach vorne. So. Ja, gut. Gilt das auch als? Das gilt auch. Das gilt auch, weißt du? Manchmal musst du auch nur einen kurzen Pass spielen. Jo, das war zwar völlig abseits, aber passt schon. Also manchmal ist das auch so, dass manchmal ist das auch so, dass du auch bei Freistößen einfach mal direkt quer reinpassen kannst. Ja, hat man mir nämlich gesagt, ich soll nicht zwingend immer die Leute dahin locken. Ich kann auch mal mit dem Risikopass einfach mal versuchen, direkt da in die Mitte reinzupassen. Wenn ich nicht so gut in Kopfbällen bin, dann sollte ich das mal versuchen. Ja, jetzt wollte ich echt noch passen, ne? Oh Mann, noch eine Flanke ziehen. Aber das kannst du knicken. Schön. So. Das war gut. Wir müssen einfach mal die Dinger da... Ja, wir müssen nicht den Torwart treffen. Unser Torwart zu trainieren wäre auch mal sinnvoll. Aber nee, lass mal stecken. Ah, schön. Oh, der geht fast so noch rein. Ah, schade. So, und zur... Ah, nee, ich glaube, das ist ein anderer Teil. Ich habe... Ja. Warum ich gerade sagte, nee, ist ein anderer Teil. Ich glaube, ich habe ja schon ein bisschen mit Bayer Leverkusen vorgespielt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, da habe ich euch eine Frage gestellt, die ich jetzt nicht nochmal fragen kann, weil die wird ja dann erst gefragt. Das ist immer so ein logischer Twist, ne? Ja, das ist jetzt nicht so gut, aber hey, das läuft doch noch, läuft. Richtig rein, dankeschön. So, Steilpässe, wichtig, wichtig. Im laufenden Spiel immer wichtig. Zack, zack. Jeder Steilpass kann dir an Abschluss das Tor bringen. Ist es einfach so. Zack. Und der letzte hoffentlich. Kriegen wir noch ordentlich Bonuspunkte. Ist ein bisschen spät, aber hey, das reicht noch. Das reicht noch. Dankeschön. Bonus A-Rang, perfekt. Das ist ja alles perfekt, perfekt. C-A-A-A, das ist super, ja. Ja, doch, hat er noch drin. Hat er noch drin. Ich wollte schon sagen, das Update kriegt er noch. Ja, kriegt er sogar noch. Aber wir sind zwischen 77 und 78. Gut. Ja, gegen Rivalen. So, dann spielen wir nächstes Mal gegen Aalborg. Und ich glaube, das ist sogar ein enorm wichtiges Spiel. Ja, ja, geht. Wir sind auf Platz 10 in der Tabelle. Und ja, wenn man sich das jetzt mal anguckt hier in der Tabelle, das ist alles eng beieinander. Also, das wird eine richtig spannende Endsaison. Was ich echt irgendwie so ein bisschen... Aber egal. Weil ich immer nicht so toll finde, wenn es so spannende Endsaison ist, weil dann kriegst du mit Muffensausen und alles. Es sind noch 5 Spiele. Wir spielen als nächstes gegen Aalborg, danach gegen die Rangers.
gegen Hursen, gegen Midtjylland und gegen Brøndby. Ja, die letzten beiden Spiele hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass das die Nonplusultra-Spiele sind. Das heißt also, wenn wir jetzt die nächsten Spiele gut spielen, dann haben wir da ein Polster. Wenn nicht, dann ist es genau andersrum. Dann müssen wir richtig gut spielen. Und damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ihr mögt. Nächste Woche. Bis dahin. Gut.